Nach dem erfolgreichen Börsenjahr 2017 gelang auch ein guter Start in 2018. Die meisten Aktienmärkte zogen erstmal um 5% oder sogar mehr an. Die Mischung aus guten Konjunkturdaten und anziehenden Gewinnerwartungen an die Unternehmen. In den USA begann die Quartalszahlensaison schon mal recht gut, schürten letztendlich die Aktienkurse weiter an. Doch dann kam erstmal der erstarkte Euro gegenüber dem Dollar in die Quere. Er stieg zum ersten Mal seit 2014 über die Marke von 1,25, was ein Belastungsfaktor für die Exportindustrie bedeutet. Damit kam es zu einer leichten Korrektur erstmal in Europa und als zweiter Faktor kamen dann steigende Renditen herein und zwar stärker als erwartet. Genau das Risiko, das wir für dieses Jahr gesehen haben, schon im Januar in den Märkten, und das führte dazu, dass die Märkte weiter gebremst wurden auf der Aktienseite. Und da halfen dann auch nicht die weiter guten Konjunkturdaten. Auf Basis von 2,5% Wirtschaftswachstum in der Eurozone und damit dem stärksten Wachstum seit 10 Jahren. Der Blick an den Finanzmärkten richtet sich also jetzt ganz klar auf die Rentenmärkte und auf die Notenbanken. Die Bundesanleihenrenditen, nicht nur für 10-jährige Anleihen, sind offensichtlich aus ihren lange anhaltenden Seitwärtstrends ausgelaufen. Die 10-jährige Bundrendite bei ungefähr 0,7%. Und wenn wir jetzt den Blick über den Teich wagen, in den USA sieht es nicht viel anders aus. Die 10-jährige US-Staatsanleiherendite erreicht zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Niveau von 2,7%. Die Message ist klar, die Zinsen steigen. Gleichzeitig wächst auch die Zuversicht oder die Erwartung, dass die Notenbanken tendenziell mehr Normalität wagen und die Leitzinsen etwas stärker nach oben nehmen. Und das spiegelt sich beispielsweise in den kurzen Laufzeiten bei den US-Staatsanleiherenditen wider. Diejenige für zweijährige US-Staatsanleihen steigt weiter und ist mittlerweile deutlich über 2%. Diese Entwicklungen bestätigen uns in unserer anhaltenden Untergewichtung von Anleihen in Portfolios. Wir bleiben hier vorsichtig mit kurzen bis maximal mittleren Laufzeiten. Im Februar steht an der Börse nun erstmal ganz klar die Quartalszahlensaison, die jetzt auch in Europa richtig ins Laufen kommt, im Fokus. Und natürlich die Konjunkturdaten. Die Blicke werden aber vor allem auch auf die Rentenmärkte gehen und wir rechnen hier mit diesen steigenden Renditetrends auch mit höheren Schwankungen, sowohl an den Aktien wie auch an den Rentenmärkten. Daneben rücken auch wieder politische Ereignisse zunehmend in den Fokus. Das ist zum einen die Frage, gelingt in Berlin die GroKo oder läuft Deutschland am Schluss doch noch auf Neuwahlen zu und damit eine längere Zeit ohne neue Regierung? Wie wird in Italien die Wahl, die zwar erst am 4. März stattfindet, aber im Vorfeld sicherlich schon für Diskussionen sorgen wird, die Märkte beeinflussen? Und nicht zuletzt, wie macht Donald Trump weiter, nachdem er erste Zölle eingeführt hat, wird er Handelsbarrieren weiter aufbauen? Doch mehr dazu dann beim nächsten Mal.